Ja, moin moin, willkommen auf meinem Kanal. Ja, wir sind wieder auf Tour. Heute geht's zur Capron-Mühle hier in Dresden. Und ja, ich würde gleich mal sagen, wir laufen mal los, weil hinter mir nämlich Leute mit dem Hund unterwegs sind. Und ja, die möchten sicherlich nicht, dass sie mit auf der Cam gehört werden. Ja, ich muss euch gestehen, ich bin heute Frühstück mit der Bahn gefahren, weil ich geträumt habe. Und ich eigentlich 8 Uhr mit der Fähre übersetzen wollte, aber naja. Gut, jetzt haben wir es ja geschafft. Und ja, im Laufe des Videos gibt es dann natürlich wieder was zu erzählen zu der Geschichte hier. Da kommen wir später dazu, da möchte ich mal ruhig das Plätzchen suchen. Die Bank oder so mal gucken. Ich war ja noch nie gewesen. Ich wohne ja schon seit meiner Geburt in Dresden. Aber ihr wisst ja, was los war. Gut, da schauen wir mal. Scheint eine interessante Tour zu werden. Und ja, wenn es wieder Interessantes zu sehen gibt, wird das natürlich wieder ins Bild gesetzt. Aha. Und dann würde ich sagen, ja, das Familienmitglied, von dem ich immer spreche, ja, das hat Burnout-Erscheinungen, genau wie ich. Aber ja, und das Familienmitglied ist leider nicht ranzukommen. Und ja, es führt leider das stupide Leben selber weiter. Lässt sich da leider nicht helfen. Deswegen ist es eigentlich schade um das Familienmitglied, aber das willst du machen. Ne? Eigentlich wollte ich im Video nicht darüber reden. Könnte ich sagen, wie es ist. Ja, da wäre der Chef so toll und alles, aber wenn man das alles aussteht und was sieht, ist ja gar nicht so toll. Dann nützt die Arbeiter nämlich bloß aus. Ja, da muss man selber drauf kommen. Jedenfalls, ja, ist eigentlich schade im Familienmitglied und bewegt sich halt nun in der Abwärtsspirale. Ich hoffe mal, dass es wieder wird, aber bis jetzt sieht es nicht danach aus. Gut, aber deswegen sind wir ja hier. Gut, deswegen jetzt steige ich auf. Ich bleibe da außer Atem mit Quatschen hier. Wo ich gestern ordentlich gelaufen bin und trainiert habe. Ja, wir konzentrieren uns auf Schöne hier, ne? Wissen ja gerade, was da verpassen die Leute. Aber ja, halt. Das wäre eine Bank, aber das Schlimme ist nicht, dass ich die gleich nehme. Das wäre ein bisschen früh für eine Rast. Meine schöne Aussicht. Ich gehe mal hier absichtlich nebenzu, weil ich nicht weiß, ob da hier irgendein Erwischer da im Fenster steht, ne? Weil die Kamera ja ist ja hochauflösend. Das muss ja nicht sein. Ja, dort hinten ist was Interessantes. Ist das etwa ein alter Schacht? Das heißt wie ein alter Schacht oder irgendwas. Also doch was zu entdecken. Also gehe ich nicht runter, keine Angst, ich versuche dort nicht reinzukommen. Ist ein Schacht oder irgendwas? Mal gucken, ob ich da irgendwo was rausfinden kann später. Das ist aber eher als wie gute Frage, was das sein kann. Da geht es doch richtig ordentlich hoch. Also ich glaube auch nicht, dass das der Original zu der Weg zu der Mühle war hier. Wir sind ja nie mit der Pferde hochgekommen. Ich glaube, das ist die Straße unten, aber die ist nicht so interessant. Das ist definitiv irgendwas Schachtechnisches oder was. Ja, wie gesagt, mal gucken, ob ich da was rauskriege. Ist interessant. Oh ja, ja, ist eine ganz schöne Steigung hier, ne? Das hat man mir nicht gesagt. Strahlt die Sonne durch. Ja, wir gehen jetzt quasi für die Gamer, ne, unter uns die Map aufdecken. Den Spruch musste ich unbedingt noch mal raushauen. Ich sehe nicht. Liegt schon ein Baum im Weg. Oder kommen wir drüber? Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann an der nächsten interessanten Stelle. Ja, hier geht es ja dann den Berg hoch. Ja, da kommen wir ja locker vorbei, das ist ja gar nicht mit Klettern verbunden.
Genau, geht es dann dort hoch. Und dann sehen wir uns dann an der nächsten interessanten Stelle. Da spinnen wir ein paar Meter weiter. Die Straße hier oder der Weg scheint bearbeitet zu sein, viel früher. Es kann sein, dass die ja doch hochgekrochen sind mit den Pferden. Ja, müssen wir mal gucken, ob man da was rauskriegt. Jetzt bin ich schon ein paar Meter höher. Jetzt kann ich auch mal zoomen durch die Bäumchen durch. Na, das ist zu hell hinten, ein bisschen sieht man die Häuser. Aber habe ich vielleicht noch den Nachtmodus drin, dann muss ich da mal gucken. Es könnte sein, dass es leicht überbelichtet. Ja, dann muss ich dann mal gucken. Das ist nicht, dass ich nur Nachtmodus drin habe. So. Auf jeden Fall interessante Strecke. Interessanter als die, die wir letztens hatten. Gut. Ja, wo geht's jetzt lang? Dort hoch oder rechts rum? Ich würde sagen, rechts rum. Das streckt sich noch ein ganz schönes Stück. Ich glaube, das ist der längere Weg, den ich gewählt habe. Aber das ist nicht schlimm. Wie gesagt, ich war hier noch nie gewesen. Ja, und dann suchen wir uns mal Plätze, wo wir hier ruhig quatschen können, was hier so passiert ist in all den Jahrhunderten. Gibt es nämlich eine kleine Geschichte dazu, aber nicht Böses. Ja, mal gucken. Das ist auf jeden Fall ausgebaut hier. Kann schon sein, dass es der Originalweg war. Ja, also bis zum nächsten Punkt. So, ich bin gleich oben. Waren wirklich noch ein paar Meter. Für mich zumindest mit 1,95 bin ich auch schnell. Ja. Gucken, was wir hier so finden. Auf jeden Fall Wiese und viel Licht. Ja, wo geht's jetzt weiter? Das ist die Frage, aber ich denke mal, wir müssen nach links. Ficht hell. Ich habe übrigens noch mal geguckt, ich habe keinen Nachtmodus mehr drin, das ist automatisch. Läuft die Kamera. Und da ist es so hell. Das ist wirklich ganz schön hell. Das steht ziemlich tief. Ja, ich habe ja überlegt, heute früh hatte ich die Weste schon angehabt. Habe mich dann kurz auf den Balkon habe es auch wieder abgelegt, weil war definitiv zu warm geworden, speziell schon wieder. Und ja, wo lang? Und es wäre zu warm geworden, deswegen habe ich die Weste wieder abgelegt und müsste dann wohl mir doch eine dünnere noch besorgen für den Sommer. Aber die war schon cool. Ich gehe einfach mal hier lang. Ich nehme mal an, dass es hier lang geht. Also kommen wir hier wieder runter. Weil die Mühle muss auf jeden Fall in der Richtung sein. Die einzige, die übrigens noch steht nach der langen Zeit. Es waren ja vier Mühlen hier gewesen, aber wie gesagt, dazu suche ich mir erstmal dann ein ruhiges Plätzle, wo ich mit euch über die Geschichte sprechen werde. Und bis jetzt haben wir noch nichts so gefunden, was so ein bisschen Sitzbank gleich aussieht, weil dort unten wollte ich nur erst anfangen. Ja, was ist denn das da Feines? Da hat doch jemand Buschkraft betrieben. Komm, das gucken wir uns mal an. Nur gucken, nicht kaputt machen, weil das macht eine Menge Arbeit sowas. Das ist sogar abgegrenzt. Ja, ich respektiere das mal und gehe dort nicht rein. Das könnte aber auch was für Tiere gewesen sein, obwohl hier ist eine Feuerstelle. Hey, das ist ein kleines Buschkraftcamp hier. Wie gesagt, ich respektiere das. Da gehe ich nicht rein. Aber schön gebaut. Geile Sache. Scheint aber schon älter zu sein. Da hinten ist ein großer Weg. Aha.
Ja, das wäre eigentlich immer ein Projekt, aber wäre ich ohne abgeneigt davon, was wir was machen, auch der Brasse halt. Irgendwo einen geeigneten Platz dafür. So. Oh Gott, hier geht es ja wieder abwärts. Das ist ja wieder das Richtige für mich hier. Aber wo geht es zur Mühle? Nee, also irgendwie kann das sein, dass ich mich leicht verfranst habe. Aber das ging ja dort hoch, Leute, weg. Also ihr habt das ja am Anfang gesehen. Ne? Also ich bin ja nicht blöd. Also es ging ja bloß. Und dann ja, halt, warte mal, dort ist irgendwas. Oh, das war ausgerutscht fast, ja. Wir sind auf jeden Fall Wegweiser oder schon was dran. Ach, guck an. Das geht doch nicht etwa da runter. Nee, bitte nee. Das ist ja wieder das Richtige für mich hier, der Weg. Ich meine, wenn irgendwie ein bisschen Zaun und so drum ist, ein bisschen Platz und so, ist mit der Gates mit der Höhe. Aber wenn das alles so offen ist, kriege ich dann leichte Komplikationen sozusagen. Nee, hier setze ich mich nicht hin, das ist mir zu nah am Abgrund. Ich bleibe hier hinten stehen, das ist mir nicht. Nee, das ist mir zu nah. Dort vorne, das ist, nee. Aber hier sieht man nochmal schön die Stadt. Ich sage, ich hänge noch ein bisschen am Leben. Und dass hier ein bisschen steinig und bröckelig ist, ist mir das nicht dort ohne Absperrung. Das ist mir, nee, da wird mir blimmerrand. Ja, das ist ein Stück Dresden halt, ne? Aber geiler Blick, muss man sagen. Kannst du nicht meckern. Und all das habe ich all den Jahren nicht wahrgenommen. Das ist schon traurig. Meine mir gesagt, eine Person nimmt das auch nicht wahr, weil die nicht möchte. Aber da reden wir nicht mehr drüber. Wir genießen das hier in der Zeit. Und ja, wie gesagt, dann will der halt schon. Aber hier geht's nicht weiter, Leute. Oder wartet mal. Ne, ich würde sagen, hier geht's nicht weiter. Ich glaube, wo müssen wir denn lang? Also ich, Ach, warte mal, ich glaube, ich habe auf der Map geguckt, also auf Google Maps, ne? Weil, also wirklich auf der Map. Wir haben ja die Map jetzt hier aufgedeckt, ihr wisst ja, wie ich das meine, ne? Und so, für die Game und so, hast du nicht gesehen. Aber, wo geht das hier runter zur Mühle? Ja, der Aussichtspunkt, der war drin, den habe ich gesehen. Ne, das ist ja der Weg, wo wir gekommen sind. Das kann nicht sein. Da müsste ich dann halt nochmal auf die Map klotzen. Ja, das könnte ich machen. Aber noch habe ich ja Zeit. Ich, wie gesagt, apropos Zeit, ich versuche jetzt in der Bio-Sache hier und wegen Burnout & Co. ohne Zeit zu leben. Ne? Einfach nur das Leben genießen, solltet ihr auch mal machen, wenn es machbar ist. Und ja, da habe ich mir heute wieder was reindrücken lassen, ein Mittagessen mit der Family, einen kleinen Kreis, ne? Einen ganz kleinen Kreis, also keine Party oder so. Ja, deswegen habe ich ein bisschen Zeitdruck und das wollte ich eigentlich nicht mehr. Also ich habe einen Arzttermin, aus dem ich wahrnehmen muss, dann stelle ich mir auch einen Wecker, aber sonst lebe ich ohne Wecker. Wenn ich früh wach bin, stehe ich auf, trinke Kaffee, mache mein Ding. Und wenn ich müde bin, penne ich halt ein. Also zu Hause natürlich. Ne? Und das ist ein geiles Leben, muss ich meistens sagen. Momentan ist das absolut geil. Weil viel kannst du jetzt ohne machen. Ja, irgendwann geht es dann natürlich dann nicht mehr, irgendwann muss der ja wieder arbeiten. Ne? Aber wir wissen ja jetzt erstmal nicht, was kommt. Die ganze Sache wird sich noch eine ganze Weile hinziehen. Auch wirtschaftlich gesehen. Es können auch noch beschissenere Zeiten kommen, deswegen genießt das Leben, Leute, solange es geht. Auf die Erkenntnis bin ich gekommen. Wie gesagt, das habe ich ja schon mal drüber gesprochen. Man muss auch mal drüber reden.
Ja, ich glaube, das ist der richtige Weg. Gut, aber ich würde sagen, wir sehen uns am nächsten Punkt. Ach, guck mal, was ich da gefunden habe gerade. Eine Bank. Und was machen wir jetzt hier? Wir machen Pause. Frühstück. Ich habe ein bisschen was eingepackt. Ja, ist ein bisschen warm am Abhang, aber wird schon gehen. Dieser ist nur am Abhang. Warte mal, ja, das Pferd hingealmt. Nee, esse ich nicht. Also nee, dort weiter, nee, das ist appetitlich. Also ist die Bank auch wieder nicht für uns. Dort ist ein Hund, jetzt muss ich mal die Kamera ausmachen. Bis gleich. Ja, ich habe mal gefragt hier, wo die Hunde dazugehören und hier ein bisschen auf dem richtigen Weg. So, wartet mal, hier steht was, ich muss das mal lesen. Ach nee, das ist wegen Pferde. So, wir sind auf dem richtigen Weg. Also nicht auf dem Holzweg oder so. Ja, ich quatsch wieder dünne, aber das gehört halt zu meinen Videos dazu. Oh Gott, ist das hier, das blendet auch noch die Sonne von rechts ins Auge. Das ist geil. Ja, das ist eine. Aber das ist scheiße, du siehst nicht. Schuldig die Ausdrucksweise, aber ich stehe bloß mit einem Auge, mit dem linken Moment. Das ist ein bisschen blöd, wenn du bloß Mono siehst. Da hast du kein richtiges HD-Bild. Mal rechts blendet die Sonne ins Ohr. Ich habe natürlich wie immer keine Sonnenbrille, weil dann müsste ich mir auch mal eine zulegen. Also muss das mit auf der Liste, eine Sonnenbrille. Dann eine Weste für den Sommer muss auf der Liste und ein paar Leutchen müssen noch auf der Liste. Und natürlich ein Taschenmesser oder sowas, was nicht unter das Waffengesetz fällt. Das muss auf jeden Fall noch sein. Hier unten ist ein Bach. Wie gesagt, ich muss mich dermaßen derbe konzentrieren hier, dass ich hier den runterklatsche, weil wie gesagt, das blendet ohne Ende. Deswegen halte ich die Kamera tiefer, dass ich den Monitor noch ein bisschen als, na wie hier, zum Hals mit nutzen kann, sozusagen zum Laufen. Ach ja, wisst schon, was ich meine. Mensch, das ist ein enger Weg. Ja, dann müssen wir mal gucken, ob wir dann mal wirklich eine Bank finden, wo ich Rast machen kann, wo ich frühstücken kann, wo ich euch mal die Geschichte hier von dem Grund erzählen kann und von den Mühlen. Das waren ja, wie gesagt, ursprünglich mal 4. Eine gibt's noch. Aber ich glaube, die soll heute Wohnhaus sein. Es kann sein, dass ich die gar nicht filmen kann. Ihr wisst ja, wie das ist mit den deutschen Schutzrechten und so und Persönlichkeit und hast du die gesehen? Und das respektiere ich auch. Ansonsten, wie gesagt, haue ich euch wie immer die Links und die Infos, die Quellennachweise in der Videobeschreibung. Und da könnt ihr euch ja dort auch dann Bilder angucken, falls ich das nicht filmen kann. Ne? Da sind auf jeden Fall Bilder drin gewesen. Und die sind ja offiziell. Da verstoße ich ja gegen nichts, sozusagen. Jetzt geht es wieder mit den Seen. Ich sehe wieder normal, sehr schön. Hier ist ein kleines Brückli. Das ist eine interessante Tour heute. Aber die richtig geilen Touren, wie gesagt, die kann man ja momentan nicht machen. Und alleine will ich die ohne machen. Was dann Sächsische Schweiz wäre. Ne? Da will ich dann doch jemanden dabei haben. Schon wegen sicherheitstechnischen Gründen. Und zu zweit macht es einfach immer mehr Spaß. Oder zu dritt. Wenn du einen großen Tagestour machst, ich will ja dann auch mal den großen Rucksack ausprobieren. Ich habe ja jetzt bloß den kleinen noch mit meinem alten. Weil für die paar Meter hier wollte ich den großen nicht umpacken. Das, wie gesagt, Spaß ist, haben wir aus dem Notfallrucksack gepackt. Aber an Ausrüstung, da kann ich mal kurz drauf eingehen. Sanikasten habe ich mit, das Fernglas habe ich mit. Dann was zu essen habe ich mit, was zu trinken. Die Kamera selbstverständlich. So. Ich glaube, ein kleines Taschenmesser habe ich auch einstecken. Aber wisst ihr, was ich jetzt mache? Ihr seht, was hier los ist. Ich packe jetzt die Kamera ein. Weil ihr es glaubt nicht, dass ich auf hier runter klatsche, weil das geht tief runter. Und das muss ich nicht haben. Also, bis gleich. So, ja, wie gesagt, das hängt ein bisschen an mein Leben. Und das muss nicht sein. Muss auch nicht kaputt gehen. Ich glaube, das ist die Mühle schon dort im Hintergrund. Hier unten ist der Bach, hier unten ist eine Brücke, ich weiß auch nicht, ob man dort unten lang kommt. Sieht nicht mehr so aus.
Nein, 1,5 Kilometer sind wie gesagt nicht für mich, ne? Also eine Strecke. Mit meinen 1,95, da bin ich alleine relativ fix unterwegs. Das ist vielleicht, wenn mein Pferd viel zu schnell bin, dann geht es nicht so lang. Jetzt geht es wieder hoch. Nee, das könnte die Mühle tatsächlich sein, ja. Ne? Interessante Strecke. Ja. Sehr interessante Strecke. Ach, Stock. Ach, da fällt mir noch was ein. Stockwolf-Zauberwort. Ich wollte ein bisschen was basteln. Ja. Hier geht's hoch. Gucken wir mal, wo wir hinkommen. Hier geht's links sicher zur Mühle runter. Wir werden noch mal einen Abstecher machen. Hier, ach, guck an, hier ist ein Wegweiser. Guck mal, du. Zuckerhutwarmer. Da geht's zu Irschende im Dorf. Das sind immer mal 1,1, oder? Das können wir vielleicht noch mitmachen. Ich habe ja noch Zeit, muss dann mal doch mal auf die Uhr gucken, weil ich will, wie gesagt, so gut ungern auf die Uhr gucken. Hier geht's zur Mühle. Und ja, gucken wir uns das mal an. Da hinten geht's aber immer weiter. Ja, das entscheide ich gleich. Wie gesagt, wir wollen ja noch eine Runde hier Pause machen und noch was zur Geschichte erzählen. Aber das ist hier mit Geschichte ist ja nicht so viel, weil das würde ich gerne im Sitzen tun, weil mein Zettel ist ja im Rucksack dazu. Ja, wo gehen wir hin? Ich will aber auch kein Zweiteiler hier draus machen, ist die Frage. Ich gehe einfach mal gucken. Wir gehen einfach mal gucken. Ja, das ist die Mühle tatsächlich. Wie gesagt, ich bin mal ein bisschen Film, ein bisschen vorsichtig. Hat sehr schön leicht im Bild gehabt. Weil hier wohnen ja Leute, ne? Ich will die Privatsphäre auf keinen Fall verletzen. Ja, jetzt schalte ich aber auch mal die Kamera aus und gucke mir erstmal die Gegend an. Bin jetzt mal hier runter. Ich finde, das heißt mal, wie gesagt, ne? Ihr habt hier den Mühlgraben. Hier ist ein kleiner See, das filme ich, aber das Haus filme ich nicht mit. Ne? Das ist erst, wisst ihr, wie das ist, wegen Privatsphäre und Co. Sieht interessant aus. Mal runter, hier geht es zum Mühlgraben runter. Wo das Mühlrad früher war irgendwo. Und ja. Wie das heißt. Das Haus sieht verlassen aus. Oh, nee, hier wohnt hier jemand. Definitiv wohnt hier jemand. Das ist schön. Ich filme es mal kurz. Steht irgendwelche Sprüche drauf. Und mehr filme ich mal nicht. So, hier haben wir einen Wegweiser. Das könnt ihr wieder nicht lesen. Ne? Oben geht's der Helfenberg, Körnerplatz. Körnerplatz ist unten am Blauen Wunder. Das ist jetzt zu weit mit 8 Kilometern. Das schaffe ich heute nicht mehr, bis Mittag. So, Zuckerhut Warmer, das war der Aussichtspunkt. Und Hosterwitz. Hosterwitz ist ja bei Pillnitz hinten, wo der Startpunkt war. Ja, ist eine gute Frage, wie machen wir es weiter? Aber 8 Kilometer, das schaffe ich jetzt echt nicht mehr an der Zeit. Ja, ich würde mal sagen, ich gucke mal, ob ich einen anderen Rundweg finde. Wir gehen mal über das Dorf oben, mal gucken, ob ich da irgendwie weiterkomme. Also bis gleich. Wie gesagt, wir wollen ja noch eine Runde labern. Oder? Ich habe eine andere Idee. Ja, ich mache hinten den Weg hoch und gucke, ob ich eine Bank finde. Das ist der Plan. So, ich bin jetzt mal hier hochgekraxelt. Hinten ist halt die Mühle. Hier ist auch schon überall Specht. Mal gucken, ob wir den vor der Linse kriegen. Da muss ich mal ein bisschen die Klappe halten. Oh Gott, will ich ersäumen. Vom Berg hoch hat ja keiner was gesagt. Der muss dort irgendwo da drinnen sein, aber ich sehe ihn von hier nicht. Gucken wir mal, ob wir mit der Kamera vielleicht was finden. Sieht nicht so aus. Ja, der hat mich gerochen. Da klappt jetzt nie rum. Gut, machen wir mal weiter. Aber es geht ganz schön hoch hier. Ja,
ja, ich hätte ja die Touren ja nacheinander machen können, 2 Tage, aber ich will einen Tag Pause immer dazwischen machen. Weil das Video muss ja auch gemacht werden und so. Ne? Je nachdem, wie ich da Bock habe, geht ja auch Zeit ins Land. Das letzte Video, ja, mit einem Handy, das mache ich nicht mehr. Weil das unterschiedliche Auflösungen sind. Das Handy macht bloß 30p, die Kamera 50. Und das mit den Umrändern finde ich beschissen. Das bringt nicht viel und das Video war 10 GB groß. Deswegen hatte ich das alles ein bisschen, muss ich das in 30p runterrechnen. Und ja, mit der Kamera ist entweder die haben die gleiche Auflösung oder man lässt es. Weil wie gesagt, ich bin ja sowieso kein Handyfreund. Deswegen nehme ich die Größe und gut. Ja, auf Atem. Hier ist auch nicht zum Sitzen. Wie gesagt, so in der Pferde-App setze ich mich nicht zum Essen. Das ist unappetitlich und das muss auch nicht sein. Da bin ich eigen. Ja, vielleicht finden wir hier noch eine Bank. Irgendwo. Hier ist Feld erstmal. Offenes Gelände. Sozusagen, ne? Ja, hier riecht es nach Gras. Ist ja auch logisch irgendwo. Hinten scheint schon der Ort zu sein. Oder vielleicht, ich weiß gar nicht, ob es gerade der Stadt da ist. Oh, guck mal, das könnte Hochgeschwindigkeits-Internet sein, hä? Sorry, da müsste raus. Weil Hochgeschwindigkeit ist oben noch. Für alle, die es nie gegriffen haben. Ja, ein bisschen Blödsinn muss sein. Ne? So. Ja, ich weiß, der war flach, aber gut. Auch wieder da. Falls ich das letzte Stück vom Video schneiden muss, es kommen Leute, wie gesagt, ihr wisst ja, wie das ist mit deutsches Privatsrecht. Respektiert das auch. Meine Familie kam mir entgegen. Ja, das war mich zeitig los, mache, dass ich dann meine Ruhe habe und zum Film auch. Ne? Also hier scheint es jetzt nicht mehr zum Sitzen zu geben. Und ich gehe mal zurück Richtung Aussichtspunkt und dann setze ich mich dort auf den Stein. Das geht ja auch. Irgendwann muss ich ja dann leider schon wieder Richtung Heimat, sonst wird das zu spät. Weil ich das ganze Zeug hier mitschleppen wollte. Und ja, ich bin jetzt wieder auf dem Rückweg und da oben ist jemand. Ich weiß nicht, ob ihr den seht. Jetzt dort oben auf dem Baum. Bisschen schwierig zu filmen alles hier. Ja, dort oben. Wo ist er denn? Sehen. Ja, das blendet ja auf dem Monitor, da ist er. Macht ja ein bisschen Krach. So, ja, ich bin jetzt auf dem Rückweg zu den Aussichtspunkten, wie gesagt, den Berg hoch und runter kriechen war mit Kamera und Hand in der Hand nicht so gut gewesen, so rum, ja. Und ja, ich weiß schon, warum ich frühzeitig losmachen wollte, immer, weil hier sind schon wieder eine Menge Leute unterwegs gewesen. Also das heißt, eine Menge, es geht noch, aber ja, zum Film will ich dann halt doch lieber meine Ruhe haben. Deswegen, ihr wisst schon warum. So, ja, da sind wir auch bald schon wieder am Ende der Tour. Ne? Wie gesagt, ich tue jetzt noch ein Plätzle, erzähle euch noch was zur Geschichte. Und gucken, wie lang das Video wird, ob das genauso lang wie das letzte wird. Aber dabei habe ich schon viele weggelassen heute, was ich gefilmt habe an der Strecke, weil ich auch nicht zu lang machen will. Das ist immer eine experimentelle Sache, noch mit Outdoor-Sachen. Das kriegst du auch in 7, 10, 20 Minuten meistens nicht hin. Aber 2 Taler wegen einer Kurzstrecke dort raus zu machen, lohnt sich am Ende auch nicht. Ich meine, wenn es eine Sächsische Schweiz-Tour ist, dann lohnt sich ein 2-3 Taler, aber nicht wegen so einer Pöbelstrecke von 5 Kilometern. Oder ja, schlimm, bis zu mir sind es mehr als 6 Kilometer. Hin und zurück. Ne? Also
wenn du es komplett läufst, also es ist relativ nah alles an meinem Wohnort, deshalb ich weiß, dass ich das nie so, ja, nie rausgekommen halt, ne? Wegen, ja, gut. Also das, die Zeiten sind vorbei. Gut. Ja, jetzt müsste man ja eigentlich bald wieder, oder ist das noch ein Stück, an dem Punkt sein. Ja, das ist, glaube ich, noch ein Stück. Aber es ist mittlerweile ganz schön warm. Es war die richtige Entscheidung, die Weste zu Hause zu machen. Zu Hause zu lassen. Mensch, ich muss unbedingt mal was essen. Merke schon, Kaffee habe ich schon durch. Okay, mit bloß Wasser. Aber irgendwann habe ich dann noch irgendwo eine Spaßkasse. Finde also eine Sparkasse. Ich kann natürlich wieder kein Geld einstecken. Ach ne, die EC-Karte liegt da heim. Sehr, sehr schön. Na gut, trinke ich halt zu Hause noch einen Kaffee, wenn noch Zeit ist. Ja, dann müsste man dort unten müsste der Punkt sein. Dann gucken wir mal, ob wir was finden zum Sitzen. Ja, dann sehen wir uns dann bei der Rast gleich wieder. So, ich bin jetzt mal noch doch ein Stück gerade ausgelaufen, weil ein paar Minuten habe ich noch. Und hier guck mal, der Baum sieht interessant aus. Ich weiß gar nicht, ob ich weiter gelaufen bin. Und hier ist Betrieb unten, hier hat sich jemand einquartiert. Na, mal gucken, wie weit wir rein. Da geht's los hier, die sind aktiv. Ja, die arbeiten immer. Ja, nicht für mich. Man muss auch mal eine Auszeit haben. Ja, scheint mal der Blitz oder was rein zu sein, oder der ist weggebrochen, schwer zu sagen. Ist irgendwie ein Baumpilz oder was dran. Interessant. Interessant. Ja, ich gucke nochmal ums Eck hier, vielleicht gibt es ja doch noch eine Bank. Eine zweite. Und wenn nicht, dann wie gesagt nutze ich die Steinboden-Variante. Deswegen hatte ich ja eigentlich einen größeren Rucksack und eine Plane mit, ne, zum Hinsetzen. Aber was ja auch zur Standardausstattung mitgehört bei einem Wanderer, das solltet ihr mitnehmen, eine Mülltüte oder mehrere. Ja, die könnt ihr natürlich zum Draufsetzen verwenden, auf dem Boden. Ne? Also, und natürlich, damit man ja sein Zeug im Wald liegen lässt, wie das manche so machen, tut man das Ganze. Hier geht es auch noch mal runter. Ja, warte mal hier. Hä? Ach nee, da hier geht's runter. Da war ich ja fast doch falsch abgebrochen. Das wäre schief gegangen, Leute. Ja, wo war ich? Ach ja, genau. Die Mülltüte ist natürlich mit zum Müll mitnehmen. Ne? Ist ja logisch, weil das lässt man ja in den Wald. Und gut, ja, da gehe ich jetzt doch nochmal geradeaus. Da habe ich den Baum nie gesehen auf dem Hinweg, beziehungsweise nie vervollgenommen. Und aber hier sieht es nicht so aus, als würde hier eine Bank kommen. Zumindest nicht die nächsten 100 Meter. Und ja, da ich da dann doch noch ein Stückchen vor mir habe, auf dem Rückweg. Ja, zur Fähre wollte ich noch was sagen. Die Pillenzer Fähre, die fährt relativ zeitig. Ich glaube von um 7 die Personenfähre und die Autofähre ab 8. Aber die hat keinen festen Fahrplan, die fährt nach Bedarf. Das heißt, wenn jemand da ist, auf der anderen Seite fährt das Ding los und die fährt auch, das hatte ich schon. Wenn du alleine auf der anderen Elbseite stehst, kommen die trotzdem dich holen. Ne? Das ist so scheißegal, ob da zwei Personen stehen oder einer steht. Da fährt die halt. Ne? Und mit der Monatskarte kannst du die Fähre nutzen oder mit jeder Fahrkarte halt ganz normal. Also das musst du nicht extra bezahlen. Ja, eigentlich wollte ich noch mal, was mir da so einfällt, gibt es noch zwei Bergbahnen in Dresden, die Schwebebahn, die Standseilbahn. Da müsste ich mir aber die Genehmigung holen von der DVB wegen Filmerei. Ob ich das darf, aber jetzt geht es sowieso nicht. Das wären nochmal ganz interessante Sachen vielleicht, weil das die ältesten Bergbahnen sind, die wir hier in Dresden haben. Die sehen wir leider von der Stelle hier nicht. Die sind aber elbabwärts. Aber auf der gleichen Seite, wo ich jetzt bin. Ja, hier kommt nicht mehr mit Bank. Ja, dann nutze ich das dann mit dem Stein. Ja, da sehen wir uns am Rastplatz gleich. So, ja, ich bin hier am Aussichtspunkt angekommen. Ich mache Rast, wie man sieht. Ich weiß, die ganzen hier vorne am Aussichtspunkt sind Leute. Deswegen muss ich mal ein bisschen leiser reden, weil die denken sonst, ich bin bekloppt, weil ich schon mit der Kamera rede. Ich hatte euch ja versprochen, noch was zur Geschichte von dem Rundweg zu suchen. Der Aussichtspunkt hier heißt übrigens Zuckerhut. Ja, also, die Tour zur Kettmühle, ne? Geht über Pillnitz. Halt.
Firma hier sind in Dresden. Und ja, das ist, nee, das ist der, warte mal, das ist die Navigationsstrecke. Das ist falsch. Ach, hier. So. Also, zur Infos noch. Wie gesagt, alle Infos und Links, Quellennachweise wieder in der Videobeschreibung. Und ja, der Grund, also das Tal, wo sich die Mühle befindet, ist der Kappgrund. Ne? Das ist ein Seitental, rechtsseitig der Elbe. Ne? Das 1721 gab es 4 Mühlen hier in dem Tal, weil das nur noch die eine erhalten, die wir gesehen haben. Die erste Erwähnung geht um 1592 bis 1593, aber vermutlich bis ins 12. Jahrhundert zurück. Die Lage von der Mühle, also die wir gesehen haben, ist einfach der Felsklippe, was die Kappmühle ist. Jetzt muss ich mal gucken. Ja, bereits wurde 1900, warte mal. Der Betrieb wurde 1902 eingestellt, also da war es keine Mühle mehr. Ne? Und seit 1988 als Wohnhaus. Vorher war es ein Gasthaus, Anfang des 20. Jahrhunderts. Ja, ich will das alles mal bloß kurz machen. Ist ein Fachwerkhaus seit ca. 1780. Ab 1786 wurde Bier- und Weinausschank betrieben. Ja, und 1818 bis 1823 war sogar ein ganz berühmter Künstler hier. Und zwar Karl Maria von Weber. Der hat ab und zu hier genächtigt in dem Haus, also in der Mühle. Ja, und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, heißen die, wenn möglich, eine Film da privat. Ja, ob das nur noch bewohnt ist oder nicht, das könnte man schlecht sagen, deswegen. Aber da Autos dort standen, denke ich mal, dass es schon bewohnt war, die zugelassen sind. Deswegen respektiert man das und filmt das nicht. Gut, liebe Leute, aber ich raste jetzt nochmal, dann geht's zurück. Aber den Rückweg, den würde ich jetzt nicht filmen wollen, weil das ist ja wieder das Gleiche, wie wir hingekommen sind. Und ja, damit möchte ich mich von euch verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Ja, bleibt aber noch mal dran, denn anschließend gibt es wieder ein paar Bildchen, die ich mit der Kamera noch mal als Foto aufgenommen habe. Und ja, dann danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Bis später. Ja, liebe Leute, ich muss doch noch mal die Kamera anmachen, weil, ja, weil ich gerade was zugetragen hat, was es eigentlich, ja, ich erzähle es einfach mal. Ja, ich saß ja, wie gesagt, auf dem Aussichtspunkt, ne, am Aussichtspunkt, da kam eine Gruppe Radfahrer angerast, also gerast, ohne Rücksicht auf Verluste. Ja, hätte ich die nicht gewarnt, dass es dort vorne nicht weitergeht, ja, die werden alle 4 den Abhang runtergesegelt. Ja, es gibt halt, wie immer, Idioten auf der Welt. Das ist eigentlich schade, ja, aber es lässt sich nun mal nicht vermeiden. Kann man denn nicht mal, also ich weiß nicht, da fällt mir eigentlich nicht dazu ein, sag ich euch ganz ehrlich, was das sollte. Ja, wenn man die Strecke vor allem nicht kennt, muss man ja ein bisschen aufpassen. Ne? Ja, das wollte ich noch mal am Ende jetzt des Videos loswerden. Und ja, wie gesagt, jetzt dann noch ein paar Bilder, die ich gemacht habe. Und ja, dann jetzt aber wirklich dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi.